Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Was wird notwendig sein, um die Verschiebung nach 5D zu vollenden? Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 29. Dezember 2020, übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir fühlen uns sehr gut mit den Fortschritten, die wir bei euch sehen, seit die Sonnenwende-Energien auf euch einwirken und ihr einige Zeit mit ihnen verbracht habt. Ihr erlaubt euch, mehr zu fühlen, seit ihr diesen Download von Energien erhalten habt, der seinen Höhepunkt zur Sonnenwende erreicht hat, und ihr seid bereit, als Ergebnis dessen mehr von eurem höheren Selbst zu werden. Das Einzige, was euch immer davon abhält, mehr und mehr von eurem höheren Selbst zu werden, ist die mangelnde Bereitschaft, einfach da zu sitzen und zu fühlen, ob diese Gefühle nun positiv oder negativ sind. Eure höheren Selbste hofften, dass die Pandemie mehr von dieser emotionalen Seite in euch anspornen würde, weil ihr weniger in der Lage sein würdet, die Dinge zu tun, die ihr normalerweise tun würdet, und die Menschen zu sehen, die ihr normalerweise sehen würdet. Und die Wahrheit ist, dass in diesem Kalenderjahr 2020 eine Menge Emotionen bei den Menschen hochkommen. Aber nur weil eine Emotion in einer Person hochkommt, bedeutet das nicht, dass die Person bereit ist, sie zu fühlen. Aber wir sehen, dass die Sonnenwende-Energien eine Wirkung auf viele Menschen hatten, die Wirkung ist, die eure höheren Selbste von der Pandemie erhofft hatten. Und so seid ihr jetzt hier, entwickelt und verändert euch aufgrund dieser Bereitschaft zu fühlen, und ihr werdet zu eurem höheren Selbst zur perfekten Zeit, denn dies ist eine Zeit, in der mehr und mehr Menschen gebraucht werden, um das Einheitsbewusstsein zu zeigen, die Einheit, die dem Sein eures höheren Selbst innewohnt. Um euer höheres Selbst zu sein, müsst ihr Frieden mit allen Aspekten dessen schließen, was ihr seid. Und um Frieden mit allen Aspekten dessen zu schließen, was ihr seid, müsst ihr bereit sein, alles zu fühlen, wogegen ihr euch gewehrt habt. Eure Bereitschaft, jede Energie durch euch fließen zu lassen, ist genau das, was dazu führen wird, dass ihr die Fähigkeit habt, mehr Energie durch euch fließen zu lassen. Und wenn ihr ein offener Kanal für die Energien seid, die gerade auf euch einströmen, dann ratet mal was. Ihr seid ein Teil der Lösung, auf die die Menschheit das ganze Jahr über gewartet hat. Dies war ein Jahr mit vielen Herausforderungen für viele Individuen, und viele dieser Herausforderungen betrafen die mentale Gesundheit dieser Individuen. Und wenn ihr durch euer Beispiel demonstriert, dass es möglich ist, all eure Gefühle zu fühlen, zeigt ihr so vielen anderen den Weg zu ihrem besser fühlenden Seinszustand. Und so seid ihr diejenigen, die wieder einmal den Weg zu einer besseren mentalen Gesundheit für alle anführen, zu einer Anerkennung des eigenen wahren Selbst als das höhere Selbst. Und ihr seid diejenigen, die die Menschheit zur Vollendung des Wechsels in die fünfte Dimension führen. Wir sind der arcturianische Rat, und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.